Hi. Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ach ja. Dark Souls 2. Hassliebe. Eine gigantische Hassliebe. Ich stehe vor meinem Lieblingsgegner. Dem Rauchritter. Den probieren wir jetzt noch einmal, bevor ich nochmal ins DLC reinlaufe. Den probieren wir nochmal schnell, bevor ich ins DLC reinlaufe. Ich glaube, es gibt noch ein Item, das mir das Leben noch ein bisschen mehr zurückgibt. Habe ich jedenfalls irgendwo mal gesehen jetzt, dass auch manche, obwohl sie kein Menschenabbild haben. Ganzes Leben haben. Im Gegensatz zu mir. Oh, oh, aua. Ah, habe ich gerade gemerkt, dass ich blöd ausgewichen bin. Oh, shit, nein. Ach, es hat so gut angefangen. Es hat so gut angefangen. Aber wenn man hier auch einmal raus ist aus dem Rhythmus, ne? Irgendwie kann ich noch mein Leben zurückkriegen mit irgendeinem Item. Das Problem ist, dass es in Dark Souls 2 einen Boss gibt, das wurde mir schon gesagt, bei dem ich für jeden Versuch Menschenbilder brauche. Und deswegen muss ich die sparen. Und dann kann ich den Rauchritter leider nicht mit voller Gesundheit probieren. Ey, diese Ausdauer in dem Spiel ist so ätzend, ne? Aua. Ja, ich bin tot. Und dieses Langsame und Träge und alles, ich hab schon, das ist mir jetzt schon wieder zu blöd, ne? Das geht so schnell. In 3 Minuten, 3,5 Minuten bin ich jetzt in Dark Souls. Ah, 2 drin. So, wo ist das? Wo war jetzt das erste DLC? Hier. So, und ich musste hier lang. Ups, das war die falsche Seite. Ich muss auf der anderen Seite runterhüpfen. Ah, der macht mir Schaden durch mein Schild durch. Ah, die 2 da unten. Die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. War hier noch einer drin? Nee. Jetzt kommen nur die beiden noch, ne? Ihr seid verdammte Bastarde. Ha.
Ich weiß noch nicht mal, wie weit ich noch muss irgendwie zum... dass ich zu einem Boss komme oder sowas. Keine Ahnung. Ob das hier schon der Boss-Run ist auch. So, das da unten ist eine Falle. Ich muss eigentlich hier rum. Schon wieder viel zu viel saufen müssen, ne? Okay, warum auch immer der nicht getroffen hat. Okay. Ah, hier kann ich hier auch... Ich könnte auch einfach hier an den beiden vorbeilaufen, oder? Ich muss ja nicht, die muss ich ja nicht bekämpfen, die zwei. Ey, das ist auch so mies, ne? Hä? LOL! Du willst mich doch verarschen jetzt. Ey, das ist... Ah, dieses langsame... Ah. Ah. Die vergiften einen nur, wenn man in der Nähe steht. Das ist voll scheiße. Was soll denn das? Spiel. Warum? Ich muss doch an die ran. Kommt der andere? Klar kommt er. Komm, hüpf runter. Okay. Was heißt hier Distanzwaffenverbot? Ich kann auch mit Distanzwaffen nichts anfangen in dem Spiel. Ah, nicht! Oh Gott, die zwei sind so... Die machen doch keinen Schaden. Distanzwaffen. Ich habe noch keine einzige Distanzwaffe gefunden, die Schaden gemacht hätte. Ich verstehe die nicht. Ich verstehe den Sinn von Distanzwaffen in diesen Spielen nicht. Zum Anlocken von einem Gegner. Das habe ich aber bei den beiden auf der Brücke schon probiert. Die sind trotzdem beide gekommen. Ah, warte mal, ich bin noch in Just Chatting drin, ne? Obala, Entschuldigung. Entschuldigung, YouTube. Warum? So. So, ihr Arschgeigen. Ey, ach, und dann kommt der hintere... Okay, vielleicht so. Fabi, grüß dich. Hi, Fabi. Den Namen auch schon länger nicht mehr gesehen, ey. Was treibt dich hierher? Wobei, ich glaube, so lang ist es gar nicht her, ne? So, jetzt ist die Frage, kann ich hier an denen vorbeilaufen und mich mit denen an... Sepp, grüß dich! Ich sollte auf jeden Fall...
Mann! Dieses Spiel! Oh. Oh Mann! Gratulation zu Malenia und Elden Ring. Richtig gut. Wieso? Wann hast du... Du warst doch gar nicht da? Wie kommst du drauf? Auf YouTube ist es noch nicht veröffentlicht. Wer hat dir das erzählt? Also Elden Ring ist noch nicht durch. Ich bin noch dran an Elden Ring. Aber Malenia... Ich will ja nichts spoilern für die Leute, die noch auf YouTube gucken, aber ich glaube, ihr wisst alle Bescheid, ne? Okay, keine Ahnung. Tschüss, Leute. Könnt ihr bitte in den Abgrund springen, so wie der andere? Nee? Das Zufallsrad hat heute entschieden, was wir zuerst spielen. Und das Zufallsrad hat bei einer Chance von 1 zu 9. Ich habe 4-mal Elden Ring und 4-mal Sekiro drin gehabt. Und 1-mal Dark Souls 2. Hat das Schicksal entschieden. Es soll Dark Souls 2 werden. Das Zufallsrad hat einen guten Geschmack. Weiß ich nicht. Ach, komm! Ich hasse es so sehr. Ich verzweifle an diesen Spacko-Skeletten, an diesen Billo-Gegnern. An diesen Billo-Boys. Die Low-Bobs. Hä? LOL. Ich hab ihn oft genug gekillt. Beide? Nee, der lebt noch. Sind die zwei... Ah, die zwei sind leider noch da. Ja, ich bin einmal oder zweimal dran vorbeigekommen. Ohne sie zu killen. Aber dann müssten die auch bald sterben. Hört auf! Ihr seid solche Arschgeigen. Nee, oh. Ich laufe jetzt da nur noch rein und kill die halt, bis sie weg sind. Ich habe ganz vergessen, dass das in Dark Souls 2 geht. Das geht in allen Dark Souls, ne? Nur habe ich in keinem einzigen Dark Souls so viele Versuche gebraucht, hier irgendwo hinzukommen. Ey, die beiden! Hör auf, mich zu pieksen! Das geht doch nur in Dark Souls 2. Ich dachte, das geht in allen Dark Souls, dass die Gegner irgendwann weg sind.
Nach jedem Tod beschimpfe ich das Spiel als Bullshit. Ja, oh, genau das. Also ganz so schlimm ist es nicht. Also, ja, doch ein bisschen. Es ist schon ein bisschen schlimm. Warum stirbt er nicht? Ach, jetzt sind wir beide gestorben. Du kriegst echt zu viel, ey. An diesem dämlichen Bob. Oh, Skelett Bob. Oh. Ja, und ihr zwei Skelett-Bobs auf der Brücke, warum lebt ihr denn noch? Wie oft muss ich euch noch killen, bis ihr weg seid? Wow. 1A. Oh. Okay, er will mich nicht töten. Ich zerg mich halt hier durch. Ich zerg mich halt durch dieses Spiel durch, ne? Also jetzt hier über diese Brücke zumindest. So schlimm wie hier war es jetzt selten. Wirklich selten. Der säuft. Er säuft sich ein, die Arschgeige. Er war so gut wie tot. Nicht beide hauen! Och Mann, ey. Betrachtet der Rauchritter die Radieschen von unten. Julius, hi, grüß dich. Schön wär's. Nee, ey, Leute. Ach, Dark Souls 2, das ist, ich. Nee, ich reg mich da auch nicht mehr drüber auf. Hat keinen Wert. Ich versuche mich hier nur irgendwie durchzuprügeln. Stopp! Nein! Oh. Dir macht mein Entertainment noch mehr Spaß als vorher, das freut mich. Das ist schön. Ich meine, ich bin heute ganz frisch, ne? Ich bin als erstes in Dark Souls 2 reingestartet. Mit einem 0,0 oder sagen, es war sogar ein Minus-Tilt-Level, würde ich sagen. Weil ich einen Mittagsschlaf gemacht habe, einen viel zu langen Mittagsschlaf gemacht habe. Come on. Dass diese Schilde, die die haben, aber auch. Nein! Kann ich euch eigentlich. Ja, klar. Natürlich trefft ihr mich durch mein Schild durch. Was sonst? Ihr seid, das ist so eine miese Nummer hier. Ihr seid so blöde Mistkerle. Nein, ich irgendwas nicht. Nein. Okay. So nämlich. Desto besser gefiel es dir am Ende. Ey.
Also so die Sachen, die teilweise gesagt wurden, dass es nicht schön aussähe und dass die Level nicht gut designt sind und, was ich alles gehört habe, dem kann ich auch nicht so richtig zustimmen. Ich kann verstehen, dass man es vielleicht nicht im ersten Moment nicht so toll findet, weil es anders ist, aber diese Andersartigkeit, die würde ich jetzt auch nicht erstmal als schlecht betiteln. Ne, jetzt habe ich den rechts angelockt, ne? Scheiße. Ah, wobei, er kommt nicht. Alles gut. Ne, die zwei kommen nicht, okay. Ne, jetzt ist da unten die Hexe. Jetzt schießt bestimmt die dämliche Falle auf mich. Nee, okay. Ah, nee, es ist eine Gifttruhe. Natürlich. Ah, nein, hör auf. Ich bin doch hier jetzt gerade frisch dazugekommen. Bitte vergraulen Sie mich nicht sofort. Ich bin ganz neu auf der Party. Stopp! Nein! Saufen. Oh, kann ich mir das jetzt hier unten mal angucken, ohne drauf zu gehen? Danke. Ich hab's geschafft. Nee, ich hab auch Scholar of the First Sin. Was ist das hier? Da steht oben einer. Wenn ich jetzt hier durchgehe, zieht der mich ab. Ja, es kann sein, dass ich das einfach wegen Dark Souls 1, dass ich mich da so dran gewöhnt hatte. Springt der auf mich runter oder so? Nö, okay. Was ist das hier? Das ist doch schon wieder scheiße. Jetzt bewegen sich hier gleich die Wände aufeinander zu oder so. Hier sitzt hinter jeder Ecke sitzt einer, der mich erschrecken will. Was ist das hier? Warum ist diese Tür zu? Warum singt da jemand? Hören Sie bitte auf. Ah, hier ist ein Loch. Ich höre Viecher. Das ist doch jetzt hier... Das ist doch wohl ein Witz. Ihr wollt mich doch verarschen. Warum steht da jetzt ein Geisterritter? Ah, Hilfe! Da kommt auch einer! Hören Sie bitte auf! Ich kann ihn nicht killen! Ich kann ihn nicht killen! Was muss ich nochmal machen? Irgendwas muss ich machen. Oh, lass mich kurz... Ich kann euch beide nicht killen. Warum kann ich euch nicht killen? Nein, hören Sie auf! Nein, hier komme ich nicht zurück, oder? Doch. Warte, hier gibt's... Oh, von einem Übel ins andere. Okay. Hallo! Lassen Sie mich durch, ich habe keine Heilung. Mit dem Kopf zur Seite, wenn man um Ecken gucken will. Ja, sorry. Das ist doch wieder eine giftige Truhe hier, oder? Nee? Flints Ring. Was ist Flints Ring? Ah, den brauche ich. Was macht der? Den könnte ich vielleicht wegtun. Flints Ring. Wo bist du?
Da. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Erhöht die Stärke, erhöht körperliche Angriffe. Ja, nee, keine Ahnung. Ach, egal. Ach, guck mal. Heile ich mich jetzt? Je leichter deine Rüstung, desto höher der Damage-Bonus von dem Ring. Ach so. Hier ist das Loch. Okay, Moment. Huah! Hier bewegen sich doch bestimmt gleich die Wände aufeinander zu und quetschen mich ein. Was bist du? Du bist ein Schalter, oder? Das ist ein Schalter. Hä? Ja, doch. Haben die eigentlich Gewicht? Nee. Hi! Können wir drüber reden? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist so eine Arschnummer. Danke, sterben Sie bitte. Das ist so eine Arschnummer, dass ich hier vergiftet werde, wenn ich in der Nähe von denen bin. Ja. Ja, nee, ist klar. Ah! Ah, da ist der Stein, der das aktiviert, okay. Lauf, 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 lauf. Ah, shit. Jetzt wäre ich fast wieder reingelaufen, ne? Was? Hier gibt's jetzt nur Loot oder was? Blitzstein, Blutungsstein. Ich will kein Loot! Wie mache ich diese Tür auf? Geht die auf, wenn ich den Knopf hier drücke? Gibt es hier irgendwo anders einen Knopf? Oben? Nee, die geht nicht auf. Das ist doch wohl jetzt ein schlechter Scherz, Leute. Lasst mich hier raus! Dann halt hier lang. Jetzt muss ja dann langsam mal ein Leuchtfeuer kommen. Das ist nicht euer Ernst. Was ist das? Nee! Was soll denn das? Das ist doch... Warum geht's hier nicht weiter? Oh, jetzt muss ich ins Loch hüpfen. Ich hatte gehofft, ich kann's vermeiden. Hier sind die unsichtbaren Boys, die ich nicht angreifen kann. Das ist doch scheiße. Was musste ich nochmal machen? Musste ich irgendwas machen? Konnte ich irgendwas machen?
Ich weiß es nicht. Hä? Ich höre irgendwas krabbeln und tun und machen und ich habe keine Ahnung. Muss ich da drüben weiter? Ich weiß es nicht. Okay, hier kann ich nichts mehr drücken. Wo sind die beiden Unsichtbaren hin? Da geht's. Da finde ich nur den Tod. Da ist er! Hi, grüß dich. Nee, du lass mal. Muss ich doch die oben in dem Ding killen, damit die beiden tot sind vielleicht. Ich habe keine Heilung mehr. Leuchtfeuer, bitte! Hilfe! Nein! Jetzt kommt so einer, ne? Du glaubst es doch! Was ist denn das? Nee! Das wäre jetzt auch mies gewesen, wenn das der Boss-Run gewesen wäre. Hör mal auf! Leuchtfeuer! Ist das ein Leuchtfeuer? Das ist ein Leuchtfeuer. Oh Gott. Kann Leuchtfeuer nicht benutzen. Ja, danke fürs Gespräch. Scheiße, nein! Oh! Ihr seid hässliche Mistviecher. Hat euch das schon mal jemand gesagt? Ich muss hier aber jetzt überleben. Aua! Aua, aua, nee! Och, Mann. Jetzt muss ich von da oben wieder runterlaufen. Jetzt muss ich von da oben wieder runterlaufen. Oh. Wait. Lol. Ich dachte, ich muss mich hinsetzen. Ha! Jawohl, es hat doch funktioniert. Ich dachte, ich muss mich hinsetzen, dass ich hier unten rauskomme. Aber anscheinend reicht's, es zu berühren. Ich will nicht mit euch Dicken kämpfen, ganz ehrlich. Ich hab keine. Das ist mir. Ihr seid mir zu seltsam. Ey! Ich will doch nur looten! Ja, nee, ist klar. Ey, die roten Dudes, die hauen mir alle immer zu sehr rein. Was ist das? Warum brutzelt das einfach so riesig? Das gibt's doch gar nicht. Ihr seid blöde Mistviecher. Glibber, schwarze Glibberboys. Puddingstampfer. Okay, vergiss es. Wo geht's hier weiter? Darf ich looten oder greifst du mich an? Menschenbild. Dreimal Menschenbild. Nice. Nee. Was auch immer da schreit hinter mir. Hör auf. Lass mich. Warum sieht das so aus, als könnte man da hinten was looten unter Wasser? Kann ich hier das Wasser ablassen? Drachenstein nicht im Inventar. Aha. Na dann, wo ist der Boss? Wo ist der Drachenboss, der mir den Drachenstein gibt? Hallo?
bringt mich dieser Aufzug hin jetzt? Hallo? Ha. An dem Drachenstein bin ich vorbeigelaufen, der ist aber erforderlich, um den Weg zum Boss zu öffnen. Sepp, danke für den Hinweis. Ich vermute, dass das hier der Weg zum Boss ist. Boah, das ist doch... Also, da ich Dark Souls 2 schon durchgespielt habe, ist jegliches Backseat-Gaming für mich in Ordnung. Natürlich soll die mir nicht sagen, lauf rechts, lauf links, so, ne? Also, dann macht es keinen Spaß, aber wenn ihr so wichtige Infos habt, gerne raushauen, gerne raushauen. Wo bin ich? Nee. Ganz oben. Ich bin wieder ganz oben. Ja, witzig. Ist das eigentlich The Lost Crown DLC? Ja, ne? Nicht, dass ich das falsch benannt habe auf YouTube. Sunken Crown. The Sunken Crown? Stand das da? Stand da The Sunken Crown? Das konnte ich tatsächlich auswählen als Spiel auf YouTube. Normalerweise gibt es DLCs nicht extra. Das hier gab's. Drakenblut Großschwert. Drakenblut Großschwert. Da. Was kannst du? Eis und Blitz. Hoppla. Nee, warte mal. Genau. Warum wird mir das A rot angezeigt unten links? Crown of the Sunken King. Crown of the... Old Iron King und Crown of the Ivory King. Und The Old Iron King, das ist der Rauchritter, ne? Okay. Ich würde dieses Schwert gerne mal... Ist das... Kann ich das... Ey, das fühlt sich ganz geil an. Das fühlt sich mega geil an. Wie war denn noch? Ich glaube, ich will dieses Schwert spielen. Relativ schnell.
So, jetzt habe ich aber immer noch. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich vermute, dass dieser Stein da irgendwo drin ist. Und dann fahren diese Dinger hier hoch. Und dann komme ich da oben rein. Aber der Stein ist irgendwo da drin. Oh Mann, ey, ist das doof. Ich sollte das Schwert leveln, ne? Laufe ich jetzt. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe hoch zum Leuchtfeuer. Habe ich überhaupt Seelen, dass ich das Schwert leveln kann? Ist die Frage. Habe ich überhaupt Seelen dafür? Ein bisschen was. Könnte für das ein oder andere Level reichen. Ich glaube, Gegenstände müsste ich eigentlich genug haben. Das gefällt mir auch in Dark Souls halt überhaupt nicht. Zumindest in Dark Souls 2 muss ich ja jetzt bis zum Schmied latschen, ne? Dass ich die Waffe leveln kann. Ich kann das nicht am Leuchtfeuer machen. Ja, dann muss ich nach Majula. Dann schlucken wir mal die Seelchen. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie viel ich da für bekomme. Na ja, 20.000, ja easy. Guck mal. Da sollte doch das ein oder andere Level für die Waffe drin sein. So. Fossiler Drachenknochen. Ja, geil. Ist das jetzt stärker als mein. Ist das jetzt stärker als das Katana? Nee, leider nicht. Obwohl. Ja, das Katana macht irgendwie Gift oder so. Grüner Tropfen. Ist grüner Tropfen Gift? Ich weiß es nicht. Oder ist das eine Blutung? Und das macht Blitz und Frost. Kann ich das einfach zusammenzählen? 280, 290, 300 und. Hier sind wir auch bei 300. 330. Ne, das kann ich nicht einfach zusammenzählen, glaube ich. Gerade dieses Giftding ja nicht. Aber die vielleicht schon. Ich benutze es mal. Ich glaube, es müsste ungefähr passen vom Schaden her. Jetzt habe ich noch voll viele Seelen. Wie viele brauche ich denn für ein Level Up? Wahrscheinlich mehr als 24.000. Oh! Aber ganz knapp mehr. Ganz knapp nur. Kann ich nicht in Level steigen. Verdammt! Wir gucken mal, wie oft ich schon gestorben bin. In Dark Souls 2. Mal wieder zwischendurch. 1043 Tode. Okay. 1000. Ah, ich bin 1000 Mal drauf gegangen. Oh. Scheiße. Oh. Probiere ich mit meinem neuen Schwert mal den Rauchritter? Nee. Wait. Wo ist das dritte Leuchtfeuer? Es ist. Ah, hier. Das ist ein anderes. Das ist ein anderes Gebiet hier. Da hinten. Oh, da liegen noch 9000 Seelen. So, das will ich jetzt überleben.
Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich dachte, da hinten in der Ecke wäre keiner. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Hau ab. Muss ich dich jetzt versuchen zu killen? Aua! Alter, ihr seid... Scheiße, Mann, ach, das ist alles so dumm. Ah, und der sieht schon hässlich aus, also das muss man ja echt sagen. Den haben sie nicht schön designt. An so Riesenbobs ist hier einfach ein Feld mit Riesenbobs. Die Riesenblobs, keine Ahnung, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Riesige Puddingblobs. Oh, ich habe Drachensteine bekommen. Warte mal. Wie viel habe ich nochmal für ein Level gebraucht? Für die Waffe? Ah, da ist schon wieder eins hinter mir her. Oh Gott, könnt ihr bitte... Lass mich an deine Haxen. Das sind solche, das ist, also, keine Ahnung, warum sie da so Blobs hinstellen. Was machen die überhaupt da unten? Die Todesstatistik in jedem Teil, ja, das wäre wirklich nice. Ich finde ja diese Rüstung, die ich jetzt hier gerade anhab, die finde ich mega cool. Das sieht mega nice aus. Mit dem Hut und den Stiefeln und allem. Wow! Ey, und dann können die auch noch hüpfen. Wie Flubber. Wie Flubber. So, darf ich jetzt bitte einmal nochmal nach Majula reisen? Ich glaube, ich habe noch genug Drachensteine gefunden für ein Level-Up der Klinge. Weil irgendwie finde ich es cool, das Schwert. I knew you. Wait, what? Nee. Verstärken. Ja, guck mal. Okay, jetzt ist sie auf Max Level. Habe ich sie tatsächlich auf Max Level gebracht? Ja, geil. Oh, und habe ich ja ganz vergessen. Ich kann ja hier Ausrüstung leveln. Stimmt. Oh, das wollte ich schon lange. Okay, let's go. So. Hard Mode deactivated. Ist es echt Sonnenunterschied? Wait, ist das auch leichter geworden, die Ausrüstung? Nee, oder? Das kommt mir jetzt gerade nur so vor.
Nee, ist nicht leichter geworden. Holy shit! Das Doppelte hat die jetzt. Moment. Moment. Ich habe das wieder voll nicht auf dem Schirm gehabt, weil das Ausrüstung leveln, ich glaube, das geht nur in diesem Spiel und Schilde leveln hat sich nie wirklich gelohnt. Hallo, Herr Rauchritter. Ich habe da etwas Neues. Der macht immer noch genauso viel Schaden. Das hat sich nicht. Also bei ihm hat sich's nicht gelohnt. Scheiße. Also bei ihm hat sich's nicht wirklich gelohnt. Da merke ich keinen Unterschied. Da habe ich leider keinen Unterschied gemerkt. 10% weniger. Ja, kann sein. Also ich habe jetzt nicht wirklich was gesehen, so vielleicht bei seinem kleineren Schwert. Nachdem Sepp hier geschrieben hatte, Hard Mode deactivated, dachte ich so, okay, jetzt wird's super einfach, aber nee. So krass war es dann doch nicht. Kommt der gar nicht, wenn ich von da unten da hochlaufe? Okay, cool. Ah, jetzt. Hofnarr Thomas. Gott, bist du ein hässlicher Bock. Was ist das für eine Kugel hier? Komm da raus! Krieg ich da drin Schaden? Ne, ich werd geheilt, lol. Naja gut, vielen Dank, Hofnarr Thomas. Alles klar. Das war seltsam. Das war sehr, sehr seltsam. War ich ein Tank? Ich weiß nicht, was er mir vorher gemacht hätte an Schaden. Wir werden es rausfinden, wenn die nächsten Gegner kommen. Wieso kann ich...
Ah doch, ich mach dir ja Schaden. Lol. Aber sehr, sehr wenig Schaden. Das ist irgendwie das Eis oder so auf dem Schwert, denke ich mal, das jetzt nur Damage macht. Nee, gegen die brauche ich nicht kämpfen, ey. Quatsch. So, welcher von euch Loots ist der Drachenstein? Welcher von euch Loots ist der Drachenstein? Der hier. Mach die Kiste auf! Lass dich doch nicht von denen ärgern jetzt! Ja, das ist er. Ey, ihr seid Geister, ich muss durch euch... Hallo? Wieso darf ich nicht durch Geister durchlaufen? Das ist ja eine Schweinerei. Ihr seid doch nur hässliche Schemen. Naja. Geister mit Hitbox, ja. Gut, wir haben den Drachenstein, alles easy. Let's go. Ja, ich will aber nicht mit denen hier jetzt kämpfen müssen. Nein, es hat mich gesehen. Aber wenigstens nur eins. Komm her. Läuft. Stopf den Stein rein. Lol. Den hätte ich auch aus einem anderen Stein rausschlagen können. Dieses Steinchen, das da jetzt gerade reingesteckt wurde. Hätte ich mir auch hier irgendwo einen sammeln können. Da, den und einfach ein bisschen am Lagerfeuer sitzen, draufklopfen. Und so einen tropfenförmigen Stein formen. Hätte ich mich nicht so abmühen müssen gegen die Geister. Hätte ich auch einfach eine gemütliche halbe Stunde verbringen können. Steine klopfen am Lagerfeuer. Nun gut. Ist das schon der Bossraum? Oder werde ich jetzt erstmal nochmal durch ein anderes Labyrinth geschickt? Hallo? Oh, ich werde erst durch ein anderes Labyrinth geschickt. Danke. Was ist das jetzt hier? Da unten ist ein Nebel. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, auf was das hinausläuft. Der Bossrun macht mir Schaden. Oh, ist das eine miese Nummer hier. Ich muss da runter halt.
Oh, ihr seid doch Schweine, ey. Hi, wer bist du? Und was kannst du? Was ist das hier jetzt? Will ich irgendwas davon haben? Nee. Das dahinter ist irgendein Loot-Gedöns, braucht kein Mensch. Tue ich mir nicht an. Hopp! Oh Gott! Oh! Ah, hier! Ich starte wieder hier! Oh! Ey, Dark Souls 2 ist einfach so anders. Genau das hier, genau das. Oh, Dark Souls 2 ist einfach so anders, ne? Oh, ich hab's echt vergessen. Ich glaube, ich hatte dieses Mindset in Dark Souls 2, das hatte ich glaube ich schon. So, das Scheiß drauf. War total bescheuert. Komm, lass. Ich lach drüber und wir machen es einfach nochmal. Aber das habe ich vergessen, weil dann in Dark Souls 3 und in Elden Ring einfach so anders der Fortschritt funktioniert hat und dass es schneller war und zügiger reagiert hat und nicht so. Dark Souls 2 hat einfach einen anderen Pace. Da muss man ein bisschen langsamer rangehen, gemütlicher und dann geht das schon. Genau. Sepp schreibt im Chat, ich habe Fortschritt gemacht. Das war auf jeden Fall schon mal richtig gut in der Stunde. YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, klasse.